Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik. Björn Thorwellen hier aus den Science Studios und heute geht's um Hardgroove. Hardgroove, momentan auf allen großen Stages wieder zu hören, ist nichts Neues, gibt schon seit den 90ern, ist irgendwann mal von Ben Sims erfunden worden, beziehungsweise hat er das Wort das erste Mal genutzt. Künstler wie Jeff Mills, Adam Beyer, The Advent, Joel Mull, Labels wie Primate, Drumcode, das waren so die in den 90ern diesen Hardgroove-Sound richtig, richtig krass gepusht haben. Ich war damals, ich weiß noch, auf der Time Warp, da gab es einen Tribal Floor, Tribal Hardgroove, das spielte alles zusammen. Es wurde immer perkussiver, Percussions, 909 Sounds und geile Synth-Chords. Für mich ist immer so ein bisschen House mit drin. Man hört vor allem in den ersten Ben Sims Nummern richtig gut den Hardgroove raus. Und auf Primate wurde das Ganze dann immer tribaliger. Heute wird der Sound von ganz neuen Künstlern gepusht, wie zum Beispiel Shadow und Obscureshape, von denen wir auch eine Masterclass bei uns im Shop haben. Die haben mit Mutual Rhythm auf jeden Fall ein Label geschaffen, was aktuell sehr stark für diesen Hardgroove steht. Und Künstler wie zum Beispiel Claire veröffentlichen auf diesem Label ihre Tracks. Außerdem gibt es noch Künstler wie Regal, 86 und auch Ben Sims und Mark Broom sind natürlich immer noch mit diesem geilen, perkussiven Sound am Start. Wenn man Hardgroove runterbrechen möchte, geht es vor allem um den Grundbeat, bestehend aus einem Kick, einer groovigen Bassline. Wir haben Percussion Loops oder Percussion Samples, aus denen wir dann Loops bauen. Classic 909 Drums, die aber gerne auch schon mal ein bisschen verzerrt sein dürfen. Und dazu dann Synth-Chords, einfache Synths. Und das ganze Genre selber ist wenig Processing-intensiv. Ich habe uns jetzt mal hier was zusammengebaut. Alles aus unserem Pack, Hardgroove Elements. Wir können in das Pack auch gleich mal reinhören. Und möchte euch so die absoluten Basics vom Hardgroove mal zeigen. Also wie so ein Hardgroove-Beat aufgebaut sein kann. Ich zeige euch jetzt quasi eine Möglichkeit, wie man so ein Beat auf die Beine stellen kann. Und hoffe, dass ich euch damit inspiriere. Dass ihr mit dem, was ich euch zeige, selber ein Beat anfangt und dann natürlich eure eigenen Ideen einfließen lasst. Aber wir hören mal kurz in den Loop rein, den ich hier gemacht habe. Template könnt ihr euch übrigens kostenlos bei uns auf dem Discord-Server ziehen. Da ist ein Channel, der heißt Downloads, da gibt es dieses Template. Dieses Template habe ich ausschließlich mit den Samples aus dem Hardgroove Elements Volume 1 gebaut. Ja, los geht's mit der Kickdrum. Wir nehmen für Hardgroove keine Rumble-Kicks, sondern einfach eine Classic-Kick. Ich habe hier ordentlich Processing drauf, ich mache die Kette mal aus. Beim Processing geht es darum, Kick und Bass nochmal ein bisschen zusammenzukleben, einfach den Sound nochmal ein bisschen anzupassen. Und die Kick ist aus dem Pack. Wir gehen mal in die Kicks rein, in den Pack. Hardgroove-Kicks sind immer ein bisschen mehr boomy, aber nicht zu krass, haben nicht den Ultra-Smack, sind nicht richtig, richtig krass punchy und selten distorted und haben nicht solche smacky, distorted Transienten. Das ist alles New School. Hardgroove orientiert sich schon sehr an diesen Oldschool-Vibe und deswegen auch kein Rumble. Reverb-Rumble-Kicks gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Wir machen hier eine ganz normale Classic-Bassline. Ja, wie habe ich die produziert? Hier ist mal die Noten. Wichtig ist, einen guten Grundton zu finden, der zu der Kick dran passt. Hier ist es ein G und dann geht es immer auf das Cis hoch. Und ich habe den Operator genommen mit einer Triangle Waveform, ein klein bisschen den Filter runtergedreht, wäre aber gar nicht nötig gewesen, vor allem hinterher der EQ. Der das Ganze nochmal so eindämmt und ich habe hier so ein bisschen den Shaper auf Sine gestellt, ein bisschen Drive dazu gemacht und den Filter Drive aktiviert. Und das war es eigentlich auch schon. Envelope, auch
Nothing special, nicht mal eine Decay-Phase, sondern schön stehend und dann entsteht so dieser groovige Sound. Ich finde ziemlich wichtig, dass wir auch eine Note haben, die so nach oben geht, ein bisschen was Längeres ist, da kann man einfach mit rumprobieren. Ich lasse immer die 1 frei, da gibt es also 1000 verschiedene Möglichkeiten. In unserem Sample Pack Hardgroove Elements sind auf jeden Fall auch jede Menge solcher Bassloops. Die sich natürlich auch super eignen, um sie entweder als Loop zu benutzen oder auch im Simpler nochmal neu zu verwurscheln. Das beides ergibt dann das hier. Tempo sind wir bei 143 BPM. Das ist klar bei Hardgroove irgendwo so in die Richtung. Ich habe dann zusätzlich noch so einen Kickgroove da drauf gemacht. Auch der ist wichtig. Das kann man auch mit Toms machen. Toms sind in dem Pack nicht drin. Ich habe dann eine Kick genommen und die ist auch so ein bisschen holperig dazwischen gesetzt. Ich finde wichtig für den Groove, dass es total repetitiv ist und nicht zu wild. Also das Ganze wiederholt sich hier schon immer nach einem Achtel. Ja, ist also so ein kurzer Loop. Und ja, so ein bisschen Synkopen benutzt. Die Kick dann hinterher nochmal EQ'd, dass sie einfach nicht so viel Transients hat. Genau, und das ergibt dann eben diesen Hard Groove. Das nächste ist die Processing-Kette. Bisschen in die Mitten rausgezogen, Saturator rein, Glue-Kompressor, den Color-Limiter von Ableton. Was ich hier noch habe, ist mein Low-Cut-Rack. Ja, was dann viel wichtiger ist, ist natürlich dieser Teil hier. Der auch total wichtig mit den Heads funktionieren muss. Also eigentlich ist das hier der Grundgroove und wir haben hier später noch die Clap dabei. Das finde ich macht es so hausig, diese Clap auf der 2 und 4. Ja, was haben wir hier? Wir haben eine einfache Head mit Reverb. Ich habe die gleiche Head dann nochmal genommen und super kurz gemacht. Dann nochmal eine, die so ein bisschen tiefer ist. Die geben dann zusammen das. Dann ein Hi-Hat-Loop. Einen kleinen Hoppereiter da rein, das sieht dann so aus, der umspielt quasi immer noch diese Head, das klingt dann so. Ja, Clap. Dieses Knistern, was ihr die ganze Zeit hört, das ist der Redux, den ich noch drauf geschmissen habe, 12-Bit, 34 Kilohertz, klingt immer richtig oldschoolig, muss man nicht machen, kann man machen, MPC, all diese ganzen Sampler, die damals benutzt worden sind, haben nämlich auch nur solche Bitraten und Sample-Frequenzen, deswegen macht es total Sinn, Processing schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an. Dann habe ich noch eine zweite Clap und eine Snare. Warum ich die da eingesetzt habe, sage ich euch auch noch und dann haben wir noch einen Headloop. Wie gesagt, alles aus dem Pack, diese ganzen Top-Loops hier zum Beispiel, insgesamt 40 Stück. Eignen sich perfekt für eine Hardgroove-Produktion. Das nächste, was dann kommt, ist das Processing bei den Heads. Hier habe ich Folgendes gemacht, wir machen mal alles aus. Ohne Processing. Mit Processing. Ja, so ein bisschen Lo-Fi-Touch brauchte ich, so ein bisschen Oldschool. Damals hat man viel über das Mackie-Pult abgemischt, da wurde distortet. Mackie haben wir jetzt nicht in Ableton, gibt zwar als irgendwelchen Plugins, als Distortion, teilweise sogar for free. Ich habe hier aber das Pedal genommen, das macht, wenn man die Höhen reindreht, die Mitte ein bisschen und den Bass rausnimmt, leichter zugemischt, was ähnliches. Dann noch ein Reverb, so ein bisschen Raum zu kriegen, den Redux hinter dem Reverb, das muss man nicht unbedingt machen, ich mag es aber irgendwie auch, wenn die Hallfahne auch so diesen Oldschool-Touch bekommt. Dann noch einen EQ drauf, wirklich auch hart gecuttet, dass ich hier bei 230 Hertz schon nichts mehr habe und nochmal einen Drumbus, auch nochmal leicht dazu gemischt, das gibt dann meine Heads.
Ja, viel wichtiger, oder nicht viel wichtiger, auch wichtig sind dann eben die Percussions. Die machen ja im Prinzip diesen Hard Groove erst aus. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, am besten ist es, viele, viele Percussions zusammenzuschmeißen und darauf zu achten, dass dieser Groove weiterhin repetitiv ist. Das bedeutet, sich wiederholen. Und wir haben hier diesen einen Groove. Der hat eine ganze Taktlänge. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man ganz viel hat, was so einen halben Takt lang ist, aber dann auch was dagegen läuft und quasi wie so eine Antwort auf einen ganzen Takt spielt. Das ist dieses hier. Das sind ein paar Percussion-Shots mit einem Delay, EQ, Reverb, alle in den Drum Rack getan und die spielen das eine. Dann kommt noch ein Percussion-Loop dazu. Achtung, ich habe alles so ein bisschen geschaffelt. Hier, seht ihr, da ist ein kleiner Groove drauf. Auch hier habe ich mit Warp-Markern so ein klein bisschen das nach hinten geschoben. Dann habe ich mir aus dem Pack, hier sind halt sehr, sehr viele von diesen Percussion-Loops, das ist das Wesentliche, glaubt mir, mit diesem Pack könnt ihr so gut kreativ Hardgroove produzieren. Ihr habt alles, was ihr braucht für so einen Sound. Hier haben wir nochmal den Simpler, da habe ich so einen ganzen Loop reingetan, Warp aktiviert und dann immer auf die 2 und 4 gesetzt, da wo auch die Clap ist. Und dadurch, dass die Release-Zeit so ein bisschen runtergeht, fadet der quasi immer so aus. Ich finde, das funktioniert richtig, richtig gut. Da habe ich nochmal einen Konter zugebaut, gleiche Prinzip, aber eben auch noch auf die 1 und die 3 und. Dann der Loop noch dazu. Dass so leicht daneben läuft und schleift. Und Kick. Hi-Hat. Ja, Processing ist hier relativ wichtig. Wir wollen das Ganze wieder oldschool machen. Ich habe einen Pedal drauf getan, ein Echo, einen Reverb, Glue-Kompressor, normalen Kompressor mit Sidechain, EQ, ein bisschen die Höhen rausgenommen, OTT, den gab es früher nicht, aber ich fand es geil. Und dann klingt das Ganze mit der Processing-Kette eben so. Ja, bekommt so ein bisschen Räumlichkeit, ist alles ein bisschen zusammengematscht. Das ist ganz gut, sonst wird es auch irgendwann zu nervös. Dann kommen wir nochmal zu so einem kleinen Arrangement-Trick, den ich ganz oft in Hardgroove höre. Ich habe hier einfach mal den gesamten Beat aufgenommen und umgedreht. Ja, wenn ich den jetzt wieder zurückdrehe. Einfach aufgenommen, umgedreht, Filter drauf und den Filter dann hier so automatisiert. Und das bringt dann diesen wunderbaren Effekt. Was noch ein bisschen special ist, ich habe hier einmal so einen Kick-Stolperer reingesetzt, ja, bevor der da reingeht und dann, bevor es losgeht, nochmal auch nochmal die Kick rein. Ja, unten dann der Synth-Loop, das ist dieser hier. Hier einmal geloopt. Den kann man auch so weiterlaufen lassen, das würde auch funktionieren. Ja, fände ich vielleicht sogar noch besser, das so zu machen, dass wir den quasi so loopen. Ja, dass der sich immer loopt und nur hinten einmal diese Veränderung hat. Ja, das ist ja schön an Loops, da kann man wunderbar mit rumspielen. Da sind viele solcher Synth-Loops.
in dem Pack drin, auch viele solcher Synth-Shots. Ja, das war es im Grunde genommen mit Hardgroove. Was man noch machen kann, sind Vocals dazu. Und zwar so Vocal Chops. Das habe ich mir jetzt hier gespart. Das werden wir in einem anderen Tutorial vielleicht nochmal aufgreifen, wie man da perfekt arbeitet. Nochmal zusammenfassend sei gesagt. Kickdrum ohne viel Rumble, nothing special. Bassline aus dem Operator, auch ganz einfach, groovy gesetzt. Vielleicht noch mit Kicks oder Toms ein bisschen was dazu machen. Dann sehr viel Arbeit in diesen Groove stecken mit unterschiedlichen Percussion Loops, sich mal mit Shuffles ausprobieren. Man kann es aber auch straight machen, Delays, Reverbs und dann ein bisschen Processing. Und ganz wichtig, einen ganz klassischen Hi-Hat-Loop, Hi-Hat, Open-Hat, meinetwegen auch noch einen Shaker dazu, Closed-Hats, Ride, all sowas geht. Hauptsache klingt nach 909 und ein bisschen oldschoolig und dann eben Chords, all das, was so die Synth-Bibliothek hergibt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ich freue mich, wenn ihr auf unseren Discord-Server kommt und euch das Pack dort runterladet. Das ist komplett kostenlos. Discord ist kostenlos und dann habt ihr nicht nur das Pack, sondern auch noch eine richtig geile Community, mit der ihr euch austauschen könnt, wo ihr über Hardgroove sprechen könnt, aber auch so viel andere Musikrichtungen. Ihr könnt Feedback bekommen zu euren Tracks. Es gibt einen kleinen Marktplatz, also wirklich der Discord-Server, vollgepackt mit über 2500 Community-Mitgliedern mittlerweile. Checkt einfach ein, ladet euch das Pack runter und wenn ihr schon da seid, wisst ihr, wo ihr es findet. Mein Name ist Björn Thorwell aus den Science Studios. Viel Spaß beim Hardgrooven. Bis dann. Ciao.